zweimal Gesamtweltcupsiegerin, 13 Weltcupsiege, olympische Bronzemedaille 2018 in Pyeongchang, Vize-Weltmeisterin im Slalom 2021, Bronzemedaille bei der WM 2019 in Park City, Junioren-Weltmeisterin 2016. Und jetzt ist sie Botschafterin der Spendenaktion zugunsten der Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft. Weltklasse-Snowboarderin Ramona Hofmeister. Also ich habe überhaupt nicht lange überlegen müssen. Ich muss dazu sagen, dass ich leider noch nichts von der Stiftung gehört habe davor. Habe mich dann gleich mal informiert und es war sofort klar, dass ich da dabei bin. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich dafür angefragt worden bin. Und es ist eine Ehre, dass ich das unterstützen darf. Ramona Hofmeister steht damit in einer Reihe mit dem Deutschen Fußballbund und den Würzburger Kickers im Jahr 2020, dem FC Bayern 2019, Magdalena Neuner 2018 und Georg Hackl 2017. Ramona Hofmeister kennt als Polizeibeamtin die Gefahren des polizeilichen Alltags. Genauso als Spitzensportlerin weiß sie, dass man sich auch im Sport verletzen kann. Und deswegen freuen wir uns, dass wir sie als Botschafterin für diese Aktion gewinnen konnten. Die Stiftung konnte durch Corona-Beschränkungen ihre Wohnungen nicht vermieten. Zeitgleich ist aber die Zahl der Stiftungsfälle durch steigende Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamte und auch durch die Hochwasserkatastrophe angestiegen. Durch Corona haben wir einen solchen Einnahmeverlust, dass die Stiftung Schwierigkeiten hat. Und gerade diese Situation, die Unterfranken uns jetzt bietet, dadurch können wir Geld einnehmen, damit werden wir unterstützt und sind darüber sehr glücklich. Umso glücklicher ist Berend Jochim, dass der Bezirksverband Unterfranken der DPOLG erneut so eine großartige Spendenaktion mit einer tollen Botschafterin und sensationellen Preisen auf die Beine stellen konnte. Teilnahmeberechtigt ist jeder, also wirklich jede Bürgerin und jeder Bürger aus ganz Deutschland, wenn Sie wollen, aber natürlich auch alle Polizistinnen und Polizisten, alle, die den Einsatzkräften und den Blaulichtern wohlgesonnen sind, dürfen an der Aktion an der Charity on Snow teilnehmen mit Spenden in beliebiger Höhe. Und dann haben wir den Aktionszeitraum jetzt beginnend mit 1. Advent, 28. November, bis Heilig Drei Könige, 6.1.2022. Und am Ende hoffen wir einfach darauf, dass eine maximale Spendensumme zusammenkommt und freuen uns darauf, dann eine Spendensumme am Ende präsentieren zu dürfen. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Ramona Hofmeister, die uns so tatkräftig bei dieser Aktion unterstützt und auch ihr ganzes Netzwerk, ihre Sponsoren und Partner an die Hand gegeben hat, dass wir so viele tolle Preise mit auswerfen können. Spende für die Stiftung der DPOLG und gewinne unter anderem den Hauptpreis, ein Wochenende für zwei Personen zu unserem Heimweltcup im Berchtesgaden im März 2022, inklusive Hotel, Eintrittskarten und ein Meet and Greet mit mir. Oder ein von mir handsigniertes Weltklasse-Snowboard von F2. Oder ein hochwertiges Geschenkset von Biotique, der Chiemgauer Teemanufaktur. Oder eines von 30 Geschenkpaketen von meinen Partnern, unter anderem Multifunktionstücher von Head, Handschuhe von Seitz, Sportbekleidung von Craft und Koffer und Rucksäcke von Travelite. Danke für eure Spenden und viel Glück wünscht euch eure Ramona Hofmeister.